Ja, Volker, bis zum Sommer 2009 war der OKB, damals hieß es noch OKB, noch ein Nutzersender, also wo jeder seine Beiträge halt senden könnte, ohne unabhängig davon nach seiner parteilichen Zugehörigkeit oder sonstigen Einschränkungen. Das hat sich natürlich seit 2009 geändert, nach dem Relaunch heißt der OKB jetzt Alex. Und seitdem dient Alex scheinbar offensichtlich nur noch dazu, sich mit Gebühren finanziell selber zu beschäftigen. Was kannst du denn dazu noch weiter sagen? Ja, also auf allen Fällen ist das schon mal sehr eigenartig. Diese ganzen neuen Wörter, die sie verwenden, wie zum Beispiel Relaunch, das soll jetzt so voll hip sein, dieser neue Sender. Alex, noch hipper, sehr eigenartig. Und Anfang 2009, ich bin Anfang 2009 erst dazugestoßen, als das schon sozusagen passiert ist, diese Umstrukturierung des Alex. Alles initiiert, nicht vom Alex selber, sondern vom MABB, wie wenige wissen, der aus dem Sender eine neue ja, Rekrutierungssender für wie die eine Verantwortliche, die eine Vorstandssitzende, Vorstandsmitglied, ich habe den Namen vergessen, gesagt hat, einen Rekrutierungssender für die Öffentlich-Rechtlichen installieren möchte. Also das Bürgerfernsehen selber wurde abgeschafft. Die Bürger können nicht mehr senden, so wie sie es gerne möchten, so wie es mal möglich war, sondern es ist mittlerweile so, dass wer senden möchte, muss seine Sendung vorher abgeben. Die wird dann kontrolliert, ob sie auch den Maßstäben entspricht für den neuen Sender. Und dann kann sie unter Umständen gesendet werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann sie auch ohne Begründung abgelehnt werden. Das ist der aktuelle Stand des Alex offenen Kanal Berlin, wie er jetzt heißt. Also der Definition von einem Bürgerfernsehen entspricht das nicht mehr. Und von daher ist es eigentlich schon fragwürdig, ob er überhaupt die Gelder, die aus 2% waren es damals, 1%, 1% Rundfunkgebühren, Erhöhung Anfang der 90er Jahre dafür veranlasst wurden, noch gerecht wird. Und ob da nicht doch eine Veruntreuung der Gelder stattfindet. So viel von uns zum OKB. Ja, und jetzt geht's weiter.